Amir von GigaTech auf der IFA 2016. Ich habe mich mal angeberisch neben Weltfußballer und seit neuestem auch Europameister Cristiano Ronaldo gestellt. Das hat einen Grund. Cristiano Ronaldo ist Markenbotschafter von Nubia, einer für viele bestimmt ganz neuen Marke. Kommen ursprünglich von ZTE, sind tatsächlich jetzt eine Standalone-Marke oder werden demnächst eine Standalone-Marke sein und haben hier auf der IFA als Weltpremiere das Nubia Z11 vorgestellt. Das ist tatsächlich, zumindest von den Features, die angepreist werden, ein sehr, sehr spannendes Smartphone. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. So, also das Nubia Z11, was ich euch gerade gezeigt habe, das ist die Black Gold Variante. Die ist etwas teurer, hat auch mehr RAM, 6 GB RAM, 64 GB internen Speicher, erweiterbar per MicroSD-Karte, kostet 599 Euro. Und die günstigere Variante, die hat 4 GB RAM, trotzdem noch 64 GB Speicher, ebenfalls erweiterbar. Gibt es in den Farben Silber, Weiß und Schwarz, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die kommt für 499 und das Ganze in Deutschland ab September und dann verfügbar entweder über den Nubia eigenen Online-Store oder eben über Amazon. eBay wurde da auch gerade genannt. Also wird man auf jeden Fall hoffentlich problemlos rankommen, wenn es nicht ganz schnell ausverkauft ist. Die Zahlen, die man uns hier für den China-Launch gesagt hat, die waren schon beeindruckend. 1 Million Vorbestellungen, glaube ich, innerhalb des ersten Tages. Die Batch, also die Lagerung, die da war, war innerhalb von 1 Minute verkauft. Gut, das sind chinesische Zahlen, also da ist der Markt natürlich auch ein bisschen anders. Nubia da viel bekannter. Das erwähnte ich gerade. Nubia, weiß man hier gar nicht so viel mit anzufangen. Kommt ursprünglich von ZTE, ist ein riesen chinesischer Smartphone-Hersteller, ist jetzt eine eigene Marke oder will sich etablieren als eigene Marke. Nubia war teilweise auch eine Modellreihe von ZTE. Ich erinnere mich, im letzten Jahr auf der IFA habe ich mir noch ein ZTE Nubia angeguckt und da waren auch schon Features drin, die wir hier jetzt wiedersehen. Und das ist auch eine gelungene Überleitung zu einem der herausstechenden Features des Nubia Z11, das Nubia selber hier auch anpreist, und das ist dieses Bezel-less Display. Also wir sehen das. Natürlich gibt es hier einen Rahmen, das ist bedingt durch den Geräterahmen, Aluminium an der Seite, aber das Glas, das so ein 2,5D-Glas ist, zeigt tatsächlich bis zum Ende ohne schwarzen Balken Display-Inhalt an. Das heißt, wir haben rechts und links keinen schwarzen Rand im Display, sondern der Inhalte werden bis zum Schluss angezeigt, bis sich das Glas eben in den Geräterahmen reinwölbt. Und jetzt, was ich gerade erwähnte, was es bei den Nubia-Modellen von ZTE damals schon gab, ich kann über die Display-Ränder gewisse Dinge steuern. Zum Beispiel kann ich hoffe, das gelingt mir jetzt, das erfordert ein wenig Übung, durch Streichen hier die Helligkeit regeln zum Beispiel. Ich kann über Halten am Rand auf meine zuletzt geöffneten Apps zurückgreifen. Also wenn ich jetzt halte und dann hochwische, dann geht er in die Einstellung. Wenn ich doppeltippe am Rand, geht er wieder einen Schritt zurück. Es gibt, glaube ich, noch ein paar andere. Ich kann, glaube ich, zwischen den Homescreens noch durch switchen. Das müsste ich mir jetzt alles mal in Ruhe angucken. Aber diese Edges haben halt Sonderfunktionalitäten. Also das ist tatsächlich relativ cool. Das fällt auch gut positiv auf, wenn man es in der Hand hat. Also die Display-Ränder sind bis zum Ende ausgeleuchtet und offensichtlich auch benutzbar. Ein bisschen gucken muss man. Das ist so ein bisschen wie bei den Galaxy Edge-Geräten zuletzt, auch, dass man natürlich hier nicht aus Versehen was macht. Wenn man mit dem Finger rankommt, dann ergibt es sich schon mal, dass er denkt, ich hätte jetzt eine bewusste Eingabe gemacht. Dabei halte ich das Gerät nur. Also da muss man abwarten, wie sich das im Alltag so darstellt. Ein anderer wichtiger Punkt, der auch Nubia jetzt hier bei der Präsentation wichtig war, ist die Batterielaufzeit. Die soll aufgrund eines 3000 mAh Akkus, der da drin ist, ist jetzt nicht so viel für ein Phablet, aber trotzdem eine ordentliche Akkuleistung und aufgrund diverser Optimierungen, die in der Software und in der Hardware gemacht wurden, dafür sorgen, dass Power-User das Gerät noch, was war die Zahl, alle 1,27 Tage aufladen müssen und normale User sogar nur alle 2,17 Tage, irgendwie so waren die Summen. Das sagen natürlich viele Hersteller heutzutage. Auch das werden wir prüfen müssen, wenn unser Review-Sample da ist, ob das tatsächlich funktioniert, ob das Gerät so lange durchhält. Grundsätzlich aber, ja, 3000 mAh ist erstmal eine schöne Ansage, was den Akku angeht. Wir haben auf der Rückseite einen Fingerabdruckscanner, der erinnert mich so ein bisschen an die Fingerabdruckscanner, die wir bei Huawei auch kennen. Der soll auch super schnell sein. Ich habe jetzt natürlich meinen Fingerabdruck da nicht einprogrammiert. Der ist mehrfach benutzbar. Man kann damit zum Beispiel ein Feature aktivieren, das nennt sich Smart Screenshot. Ist übrigens was, was mir sehr gut gefallen hat. Vielleicht zeige ich euch das mal ganz kurz, wobei dazu müsste ich jetzt eine Webseite ausmachen. Ich habe die Möglichkeit, einen Long Screenshot zu machen. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt eine Webseite hätte, die länger wäre als tatsächlich das Bild oder der Seitenausschnitt ist, könnte ich hier auf Start drücken und kann jetzt diesen Screenshot bewegen. Und dann kann ich halt einen langen Screenshot machen und den verschicken. Das ist was bei den meisten Android-Geräten im Moment noch nicht geht und was manchmal hinderlich ist, weil ich nur den oberen Teil einer Webseite screenshotten kann. Das zum Beispiel kann ich aktivieren durch ein Langdrücken auf diesen Fingerabdruckscanner. So, und
Das andere, was Nubia hier noch ganz wichtig ist, ist die Kamera, die viele, viele Sonderfeatures hat. Wir haben es hier mit einer 16-Megapixel-Kamera, mit einem Sony-Sensor zu tun. Es ist eine 2.0er-Blende und wir haben eine optische Bildstabilisierung. Und in dieser Kamera gibt es ein Feature, ich nehme es mal quer. Da ist ein Electronic Aperture drin und damit soll es möglich sein, dass ich zum Beispiel so Nachtaufnahmen oder überhaupt länger, Aufnahmen, bei denen die Belichtungszeit einfach länger ist, per Hand machen kann, ohne ein Stativ dafür zu brauchen. Normalerweise ist es ja so, dass die Huawei-Geräte hatten das zuletzt auch, kann ich so Nachtaufnahmen machen, die werden halt so 10 Sekunden aufgenommen. Wenn ich da kein Stativ habe, verwackelt das natürlich total. Das soll hier so funktionieren, weil der Stabilisator so gut ist. Jetzt habe ich hier wenig Bewegung im Bild, ich kann mal drücken, ihr seht, er macht da jetzt so rum, ich halte es in der Hand und jetzt müsste ich mal gucken, wie scharf oder unscharf das geworden ist. Also gewisse Stellen sind scharf. Ich glaube tatsächlich, das, was sich nicht bewegt hat, ist scharf geworden. Aber auch das müssen wir natürlich in Ruhe dann testen, um das abschließend beurteilen zu können. Erstmal verspricht Nubia da viel. Wir müssen abwarten, ob es das alles hält. Es klingt alles erstmal sehr, sehr gut. Es ist auch gefällt mir vom Design, ein schönes Gerät. Ist halt 5,5 Zoll, aber bestimmt nicht jedermanns Sache. Wir haben hier im Rahmendesign, erinnert mich auch tatsächlich sehr an das Huawei P9. Also man könnte auch sagen, es ist teilweise an das iPhone angelehnt, auch wenn wir uns hier unten die Lautsprecheröffnung anschauen. Die Rückseite ist so ein bisschen verspielter, also die ist auch so leicht gerundet. Klar, da muss halt auch der 3000 mAh Akku rein. Aber grundsätzlich erstmal schickes Debüt von Nubia mit dem Z11 hier auf dem deutschen Markt. Wir, wie gesagt, gucken uns das Testsample dann in Ruhe an und werden das dann richtig überprüfen, vor allem auf die Kamera-Features, vor allem auf die Akkulaufzeit und ob, wenn sie gut ist, ob die Auswirkungen auf die Prozessorleistung hat. Snapdragon 820 und 4 bzw. 6 GB RAM klingt ja erstmal nach einer Menge Dampf. Ich bin gespannt. Ich bin Armin von GigaTech hier auf der IFA 2016 bei Nubia mit dem Z11. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert diesen YouTube-Kanal, verpasst ihr keins der folgenden Videos von der IFA. Geht ansonsten auf giga.de/IFA. Da gibt es alle Infos gesammelt zu unserer Berichterstattung von der Messe unterm Funkturm hier in Berlin. Und natürlich liked uns auf Facebook, dann verpasst ihr auch nichts. Bis dahin, tschüss.